Puttasom Pumichai ist 21 Jahre alt. Die Studentin aus Singapur glaubt, dass sich ihr Glück durch ein Ritual im Tempel beeinflussen lässt. Hierfür kauft sie zunächst Blumen. Mit ihnen wird anschließend eine Art Wasserbad zubereitet. Dafür lässt die Theravada-Buddhistin Wasser in eine Schüssel und gibt die zerpflückten Blüten hinzu. Dieses Wasserbad kann auch zu Hause vorbereitet werden. Mit dem Blumenbad geht es dann in den Tempel. Der mit Kerzen, Bananenbaumblätter und Geld zubereitete Teller sieht am Ende so aus. Die Gaben, die zum Glück verhelfen sollen, werden nun dem Mönch gereicht. Dieser weiht das Wasser und übergibt ihr ein Glücksband. Das geweihte Wasser wird am Ende umgefüllt und dann ab damit nach Hause. Hier wird es im ganzen Raum verteilt, sodass sich das Glück im Leben voll entfalten kann. Und wer weiß, vielleicht hilft es Puttasom ja auch, diese Inhalte besser zu verstehen.